Spermiogramm. Diese 5 Tipps solltest du kennen. Wenn ihr schon über einen längeren Zeitraum versucht, schwanger zu werden und es nicht klappt, kann es absolut sinnvoll sein, beide Partner zu untersuchen. Bei Männern wird dann ein Spermiogramm durchgeführt. Das ist eine Untersuchung der Spermamenge und Qualität. So, und jetzt kommen wir mal zu den Tipps. Tipp Nummer 1. Achtet auf die Ernährung. Zum Beispiel ist Selen sehr wichtig für eine gesunde Spermienbildung. Zweitens, Hitze vermeiden. Es gibt einen Grund, warum der menschliche Körper die Hoden nach außen verlagert hat, weil es da kälter ist. Habt ihr mit einem eingeschränkten Spermiogramm zu kämpfen, solltet ihr besonders auf so etwas achten. Eng sitzende Hosen, generell viel sitzen oder heiße Vollbäder sollten möglicherweise reduziert werden. Drittens, zum gesunden Lebensstil gehört nicht nur eine ausgewogene Ernährung, sondern auch Sport, ebenso wie viertens, der Verzicht auf Nikotin, Alkohol und andere Drogen. Und bei Tipp Nummer 5 geht es um das Thema Stress. Tatsächlich ist auch Stress für die Spermienbildung von Männern nicht förderlich. Wenn du ein Supplement suchst, das den männlichen Kinderwunsch unterstützen kann, dann kann ich dir Mascopro Fertilität empfehlen. Das enthält ganz viele wichtige Inhaltsstoffe wie Zink, Selen und Folsäure und ist optimal darauf abgestimmt, den männlichen Kinderwunsch zu unterstützen. Hast du noch Fragen? Dann schreib es uns unten gerne in die Kommentare. Wir antworten dir.